Und Epic, du bist doch nicht das Kind hier. Oh. Hey, raus damit. Hier kommt bald unser Geschwisterchen rein. Wir wissen ja immer noch nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Stimmt. Ich weiß nicht. Was hast du für ein Gefühl? Es könnte beides sein. Beides. Vielleicht sind sogar Zwillinge. Oh. Vielleicht sind Drillinge. Fünflinge. Oh je. Ja. Ich weiß nicht. Dann bräuchte ich auf jeden Fall noch das eine oder andere Bett oder unser Haus müsste größer werden. Denn unsere Polizeieltern erwarten ja ein Kind. Und beim letzten Mal haben wir hier ein eintägiges Praktikum gemacht. Und Epic, wir waren so gut darin, dass du sogar einen echten Räuber geschnappt hast. Ja, das hab Der ich ist klar. jetzt einfach gefangen genommen worden. Wir dachten eigentlich, dass es kein echter Räuber ist und er gehört zu dem ganzen Praktikumstag, also zum Spiel. Wir hatten hier so einen Test. Fall, sag ich mal. Aber der war einfach echt. Wir haben ihn geschnappt. Deswegen, das hast du wirklich gut gemacht. Dass du den da alleine sogar... Ich habe ja dann... Ja, im Stecken habe ich den ja. nicht abgehalten. Ah, echt? Ja. Ja, nicht schlecht auf jeden Fall. Und ich würde sagen, heute machen wir einen entspannten. Wir müssen natürlich wie jeden Tag natürlich Gassi gehen. Das heißt, unser kleiner Polizeihund muss auf jeden Fall hier Gassi nach draußen gebracht werden. Und ich habe gesehen, wir hatten ja auch so einen Patrouillentest. Wir haben hier einfach noch den Scooter. Ja, der hängt da. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Okay, es geht erstmal Gassi. Wir machen eine große Runde. Und dann gucken wir mal, was wir heute Schönes machen. Vielleicht frühstücken. Unsere Eltern sind natürlich schon im Revier. Alle sind da, sehr gut. Und wir haben hier anscheinend einen neuen Bewohner oder sowas. Hi! Na, okay. Dann geht's ab, Gassi, im Wald. Und ich muss sagen, ich weiß gar nicht, denkst du, die anderen Kinder von den anderen Polizeieltern haben das auch so gut gemacht wie wir, das Praktikum? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir auch unsicher. Vielleicht bekommen wir auch irgendwie noch so eine Medaille oder irgendwie sowas. Das wäre auch sehr nice. Oh, guck mal, da ist er schon wieder. Hi! Hallo, ich glaube, der schaut sich hier die Gegend an. Interessant. Ja, ich glaube, unsere Gassi-Runde geht eigentlich gleich hier zum Ende. Da vorne ist bald unser Haus wieder. Und warte mal, ist er das schon wieder? Guck mal, der da jetzt. Beobachtet er uns oder was? Bin mir nicht ganz sicher, er ist immer da, wo wir auch sind. Interessant. Na gut, hier sind wir zu Hause. Hi! Hallo! Wohnt er hier? Hier haben wir aber keine neuen Häuser. Das ist sehr seltsam. Okay. Es geht wieder ab nach Hause. So, Hundi, einmal bitte wieder reinkommen. Epic wieder reinkommt. Dann machen wir was zu Frühstück. Und dann würde ich sagen, können wir noch ein bisschen Freizeit haben. Oder vielleicht ein Mittagsschläfchen. Ja. Der Hund will nicht rein. Er muss reingezwungen werden. Und Sitz. So, perfekt. Einmal bitte Türen zu und zack. Sehr gut. Ich mache uns ein Spiegelei. Das ist eine gute Idee. Und heiß und lecker. Bitteschön. Oh, für dich. Spiegelei, dankeschön. Guten Appetit. Wenn du es noch nicht jetzt essen möchtest, dann... Was macht der hier? Guck mal. Was macht der? Der schaut uns hier in die Fenster rein. Beobachtet der uns? Ich glaube schon. Unser Haus oder uns? Oder warte mal, wir können ja mal rausgehen. Ich weiß nicht. Wenn er wieder irgendwo auftaucht, dann muss ich sagen, ist es irgendwann nicht mehr richtig. Also. Ja, das stimmt schon, weil der steht da oben und beobachtet uns tatsächlich. Ja, gut, jetzt beobachtet er uns ja nicht mehr. Vielleicht will er auch irgendwas aus unserem Haus haben oder will unser Haus sich ansehen. Wir können ja mal vielleicht... ich weiß nicht. Lass noch mal ein bisschen nach hier hinten laufen. Wenn er dann wieder auftaucht, Epic, dann werden wir vielleicht gestalkt oder sowas. Vielleicht will er uns irgendwas antun. Also wenn das der Fall ist, dann sollten wir auf jeden Fall bei der Polizei uns melden. Wir gucken mal. Wir stellen uns mal hier hin und tun so, als würden wir frühstücken. Vielleicht taucht er noch mal auf. Und Epic, wir sind jetzt hier eine Weile, ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube, der ist nicht in der Nähe. Nee, ich glaube auch nicht tatsächlich. Oder? Nee. Okay, ja, dann haben wir uns bestimmt nur eingeredet, oder... Da steht er wieder. Lalala, lauf einfach weiter. Der beobachtet uns. Wir werden gestalkt. Von dem. Warum hat er auch einfach eine Sonnenbrille auf? Vielleicht will er nicht erkannt werden oder so. Das stimmt. Sollen wir bei der Polizei vorbeigehen? Ja. Wir müssen das melden, oder? Ja, du hast recht. Okay, mir ist auch ein bisschen der Appetit vergangen, muss ich sagen. Wenn er uns wirklich stalkt, Epic, guck immer schön hinter dich, ob der irgendwo auf dich lauert. Vielleicht will er uns wirklich irgendwas antun. Oder vielleicht will er uns klauen. Oder vielleicht will er, ich weiß nicht. Klauen.
Oh, wir haben unseren Hund. Egal, wir gehen erstmal zur Polizei. Danach gucken wir direkt nach unserem Hund. Und dann gucken wir mal, ob der irgendwo noch auf uns wartet. Hey, June, hey, wir haben ein Anliegen. Na, ihr, alles klar? Ihr seht etwas aus dem Wind aus. Ja, sind wir auch. Wir müssen unbedingt mit Mark reden oder mit irgendeinem anderen Polizisten. Ja, klar könnt ihr mit Mark reden. Um was geht es genau? Wir glauben, wir werden beobachtet. Ja, heimlich. Den ganzen Tag, wir waren spazieren, da war ein Typ, dann waren wir woanders, da war er wieder. Irgendwas ist da komisch, also ich weiß nicht, verstehe. Gebt ihm lieber schnell Bescheid, ja, lieber. Ja. Okay, Mark ist bestimmt in seinem Büro. Hi, Hallo. Hey, wir haben ein Anliegen. Hi, schön, dass ihr vorbeischaut. Ich mach gleich Mittag, wir können was zusammen essen. Ja, gerne. Wir haben nicht mal gefrühstückt, Epic, also ich hab's noch nicht gegessen. Ich auch nicht. Wir haben ein Problem, wir glauben, wir werden beobachtet oder so. Stalken? Seid ihr euch sicher? Wie sieht die Person denn aus? Jemand Neues? Ja, wir kennen die Person. Ich weiß gerade nicht, wie die Person aussieht. Die hat eine Sonnenbrille auf. Sonnenbrille und so Kopfhörer. Kopfhörer, auf. Ja. Und ich glaube, Anziehsachen habe ich keine Ahnung, welche Farbe gerade. Nee, also auf jeden Fall Kopfhörer und Sonnenbrille. Verstehe. Wollt ihr mal hoch eurer Mutter das erzählen? Sie kann einen Detektiv beauftragen. Oh. Stimmt, ja, das ist eine gute Idee. Okay, dann sagen wir Lucy Bescheid. Oh nein, die machen sich bestimmt dann Sorgen am Ende, dass wir hier irgendwie beobachtet werden oder gestalkt werden. Oh nein, ich hoffe, derjenige wird schnell irgendwie gefunden. Vielleicht will er ja auch nichts Böses. Kann ja auch sein. Ich bin nicht ganz sicher. Hi! Oh, was macht ihr denn hier? Wir waren unten bei Mark. Jetzt wird's ein bisschen kompliziert. Wir glauben, wir werden beobachtet. Also, es war immer mal wieder ein Typ bei uns in der Nähe. Oh je, dann brauche ich ein paar Informationen. Die gebe ich dann einem Detektiv. Okay, was brauchst du? Also, um wen handelt es sich genau? Wir kennen die Person nicht. Nein. Also niemand, der bei uns irgendwie im Dorf wohnt, der hat, also ich kenne die Person nicht. Da war auch kein Name oder sowas. Wann habt ihr die Person gesehen? Beim Gassigehen? Ja. Beim Spiegelei machen, also oben bei dir? Der hat auch ins Haus geschaut. Und dann nochmal beim Spazieren theoretisch. Und wie häufig? Dann dreimal? Dreimal. Ah, nee, beim Gassi gehen auch nochmal zweimal. Stimmt. Dann so 5-6 Mal, glaube ich. Ja. Also häufiger auf jeden Fall. Okay, sonst noch irgendwelche Informationen? Wirkt er komisch? Ja, also er hat auf jeden Fall eine Sonnenbrille auf und Kopfhörer. Also dadurch wirkt er schon so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, anonym irgendwie. Man kann nicht in seine Augen sehen, sagen es so. Okay, ich gebe das weiter. Ein Detektiv wird sich bei euch umschauen. Okay, ja gut, Epic, dann würde ich sagen, wir gehen wieder nach Hause und hoffen mal, dass er dann weg ist. Ich bin mir ein bisschen unsicher. Ja. Und wir sind wieder daheim. Ich guck mal. Also unser Hund ist auf jeden Fall noch da. Die Tür ist offen, aber ich weiß nicht, ob wir sie offen gelassen haben. Lass mal bei uns schauen. Hier ist aber alles soweit noch in Ordnung. Ja, alles gut, hier oder? Oben auch. Ich gehe mal nach ganz oben gerade. Ja, hier ist er auch nicht. Nee, ich glaube, er ist ganz weg. Ganz oben ist auch alles gut. Wir könnten noch mal theoretisch ganz kurz da schauen, wo wir frühstücken wollten, am See. Aber wenn er da nicht ist, vielleicht ist er wirklich weg. Vielleicht wollte er sich nur die Häuser ansehen. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß auch nicht. Er hat einfach ein bisschen gruselig gewirkt. Aber hier ist auch keiner. Da ist er auch nicht. Nee, ich glaube tatsächlich, dass er nicht mehr da ist. Okay. Ein Detektiv sollte trotzdem bald vorbeischauen. Und der beobachtet uns dann wirklich, aber weil wir es wollen. Ja. Ja, mal gucken, was da rauskommt. Ich bin mir unsicher. Warte mal. Habe ich da irgendjemanden? Oh, schau mal, da oben ist der Detektiv. Wie cool. Der steht da, beobachtet alles. Oh, hey, warte mal. Haben Sie schon irgendwas gesehen? Wir wollen mal ganz kurz nachfragen. Hey, gibt's irgendwas? Könnt ihr mich bitte hier nicht stören? Wenn jemand euch wirklich stalkt, dann wird der auf mich aufmerksam. Oh. Ja, dann sorry. Wollten wir nicht. Ich werde euch schon was mitteilen. Okay, ja. Na gut, dann sollten wir den anscheinend nicht stören. Ja, Epic, da würde ich sagen, wir warten drin. Und wenn wir irgendwas nochmal sehen sollten, sagen wir auf jeden Fall hier Detektiv Pan Bescheid. Ja. Der sollte so hier unten bei uns in der Nähe definitiv sein. Ja, mal gucken. Vielleicht kommt ja irgendwas dabei raus. Und es ist mittlerweile sogar dunkel geworden, aber es ist keiner mehr vorbei irgendwie gegangen hier. Mhm. Ich habe nichts gesehen. Und wenn der Detektiv auch nichts gesehen hat und er meinte ja, er teilt uns mit, wenn irgendwas ist, da nicht sehen. Oh.
Warum ist er hier? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hat der Detektiv ihn nicht gesehen? Es kann sein. Warte mal, lass mal ganz kurz hier raus. Ja. Der müsste hier vorne sein, auf jeden Fall. Oder er hat den Ort gewechselt. Ich weiß nicht so ganz. Nicht, dass er irgendwie seine Begutachtung schon... Ja, der ist hier nicht mehr. Der war hier doch, oder? Ja, ja, der stand hier. Warte mal, lass mal ganz kurz gucken, ob er immer noch da steht. Oh, Epic, ich habe ein bisschen Angst. Der wirkt doch wirklich so, als würde er uns irgendwie beobachten, oder? Ist er da noch? Ja, aber wirklich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ja, ich sehe ihn. Ich sehe ein ganz kleines bisschen von seiner Sonnenbrille. Er guckt direkt auf unser Haus, als würde er wirklich darauf warten, dass wir rausgehen. Aber wirklich. Ach nee. Mies und fies ist das. Ja, aber vielleicht ist ja auch der Detektiv Pan hier irgendwo anders. Vielleicht guckt er sich einen anderen Ort an und wir sollten ihm Bescheid geben, dass er da ist. Dann könnt ihr ja mal mit dem reden. Vielleicht können wir auch mit dem reden, aber... Stimmt. Ich bin mir unsicher. Lass mal schauen, ob hier irgendwo noch einer ist. Ich weiß nicht. Also wenn er jetzt nicht gleich hier verschwindet, dann holen wir einfach nochmal die Pull... Aha! Oh. Hey, da ist jemand. Psst, bitte leise reden. Oh. Habt ihr ihn nochmal gesehen? Ja, haben wir. Der ist da vorne gerade. Ja, also, ich hoffe, er ist noch da vorne, oder? Moment. Wenn er jetzt weg ist, Epic, dann hat er es weg. Oh, tatsächlich? Oh nein. Oh. Ihr habt den verpasst. Wo ist denn Detektiv Pan? Der war im perfekten Sichtfeld eigentlich. Ja. Wir waren aber die ganze Zeit hier, außer was? Der Schichtwechsel. Detektiv Pan hat heute den restlichen Tag frei. Was soll das denn? Oh nein, er ist gegangen. Er war da, der komische Stalker. Und Detektiv Lumi ist gekommen. Als ob er genau dann da war. Seid ihr euch ganz, ganz sicher? Da war hundertprozentig jemand. Sonnenbrille, Kopfhörer, der war jetzt zum 10. Mal bestimmt heute hier. Nun gut, ich werde hier alles noch weiter beobachten. Es wird vor allem spät, Epic. Ja, wirklich. Unsere Eltern kommen ja sogar bald nach Hause. Stimmt. Ja gut, mal gucken. Ich weiß nicht. Wir warten mal ab. Vielleicht kommen sie ja gleich und die können dann ja auch hier auf uns aufpassen. Wir sollten auf jeden Fall das Fenster wieder reinmachen. Ja, das stimmt. So, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr gesichert. Und es ist noch später und ich habe gerade die Türen aufgehen hören. Hallo! Ihr seid wieder da! Hey Leute, alles klar? Ja, geht. Also wir haben nichts mehr gesehen oder gehört, aber war schon gruselig irgendwie heute. Wir haben nochmal mit den Detektiven gesprochen, okay? Sie haben nichts festgestellt und wir haben sie soeben weggeschickt. Oh, sicher. Aber die könnten ja schon auf uns aufpassen. Falls wer auftaucht, sind wir ja jetzt da. Das stimmt. Okay. Ja, bitte aber dann auch wirklich aufpassen. Einer wurde übersehen, auf jeden Fall. Und jetzt ab ins Bett. Es ist schon spät. Na gut. Dann, Epic, vielleicht ist er morgen wirklich den ganzen Tag nicht da. Und er wollte wirklich, keine Ahnung, sich was auch immer anschauen. Ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Schlaf schön und träum mal Schönes. Guten Morgen! Guten Morgen, Katja! Hier fehlt ja was! War da nicht unsere Trennwand? Hier war unser kompletter Schrank ist weg! Was soll das denn? Vielleicht haben den unsere Eltern... Haben die umgeräumt. War hier nicht ein Sessel? Ja, tatsächlich, hier fehlt ja einiges! Epic! Was ist hier los? Hier ist ein Detektiv, auch irgendwas... Hä, was ist hier los? Oh, ihr seid wach! Wo sind unsere Fenster? Ja, was ist passiert? Die Küche ist weg. Wir wurden ausgeraubt. Ausgeraubt? Wir wurden ausgeraubt? Was ist denn da los? Und die Küche ist auch weg. Es gibt ein Spiegelei gibt es noch. Hä? Mit hoher Wahrscheinlichkeit war es der Typ, den ihr gesehen habt. Oh, das war gar kein Stalker, das war ein Räuber. Das war ein Räuber, der hier alles beobachtet und ausgeraubt hat. Der hat hier wirklich alles und er hat geschaut, wann wer da ist und nachts hat er seine Möglichkeit gesehen. Epic, er ist hier einfach eingeraubt. Ich habe nichts gemerkt. Er war oben bei uns. Ja, tatsächlich. Und jetzt sind die Detektive. Und was machen wir jetzt? Hä? Nein. Die Detektive nehmen alles auf, aber er hat keine Fingerabdrücke hinterlassen. Okay, also sehen tue ich ihn natürlich jetzt auch nicht mehr, muss ich sagen. Wir wussten, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, das stimmt. Oh nein, Epic, der war wirklich seltsam. Deswegen hat er uns auch beobachtet. Der wollte wirklich gucken, was es hier zu klauen gibt alleine. Das stimmt. Aber oben hat er, ganz oben hat er nichts geklaut, oder? Ich bin mir unsicher. Ja, ich weiß nicht. Und, nee, hier ist noch alles, das war uninteressant für ihn. Aber alles in den Schränken. Ja. Oha, okay. Das ist sehr gruselig. Ich glaube, wir müssen hier auf jeden Fall was an uns
unserer Sicherheit ändern. Ja, das stimmt. Wir brauchen Kameras und wir müssen unbedingt herausfinden, was das für ein Typ ist. Ja. Und wir brauchen neue Möbel. Das ist super gruselig. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.